Danke, Obermann. Was haben wir denn da drin? Hey, was ist das für eine coole Bag? Ist das so eine Wasser-Bag? Okay, ich mach one by one. Von Richards, Handcreme. Mhm. Practical. Oh, den completed. Wichtig. Wichtig. Oh, die ist übelst billig. Ich habe meine eigene dabei. Dann hier Minzdinger für die Kopfhörer, also wir haben unsere eigenen. Mhm. Und Socken. Und noch ein Face Moisturizer und noch ein Tierplug. Das ist gut. Wir sind ready to go. Was gibt's denn als Menü, sag mal? Als Vorspeise Ratatouille, Serrano-Schinken, Ratatouille und Sepia-Aioli-Olio. Weiß nicht. Sepia-Aioli heißt das. Garnele, Fenchelsalat, Gin, Erbsen-Triebe, was ist das? Deutscher Bauernsalat, es ist alles. Gefüllte Weinblätter, oh ja, das nicht. Das soll wirklich lecker sein. Geht ja mit Tzatziki, nein. Kathi, du bist wirklich so richtig grün. Junge Blattsalate, was gibt's denn nur Grünzeugs? Du magst doch nur, du bestellst jeden Salat nur mit Grün. Ja, mir gibt's kein American Dressing. Oh, du bist so ein Hater. To Sarasota, Leute. So sieht unser View aus unserem Hotelzimmer aus. Wir schlafen jetzt hier 2 Nächte. Und dann geht's ab morgen ins Haus. Are you excited? Die brauche ich bei dem Wetter eigentlich nicht mehr. Oh, ich nehme meine doch mit. Ich nehme meine immer mit. Thanks for the heads up. Target! Target! So, wir waren jetzt eben noch bei Kohl's bzw. bei Sephora, wer das erkennen kann. Ich warte jetzt hier am Auto auf die anderen. Mir ist so schlecht von der Waffel, glaube ich, die wir gegessen haben. Also, boah, mir ist wirklich richtig schlecht. Ich habe das Gefühl, ich könnte kotzen. Also bin ich so überbelichtet. Warte ich jetzt hier in der Hitze auf den Autoschlüssel. Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Autoschlüssel? Nee, hab ich nicht. Belastend. Wir sind so fucking excited. Wir haben jetzt hier extra den Weg auf uns genommen. Leute, wir haben das erste Mal Raisin Cane's. So aufgeregt. Das ist mir so egal. Ja, wir sind sehr aufgeregt. Okay. Boah, hast du mit Soße? Die Pommes sind geil. Okay. Wie ist die Soße? Gut. Mhm. Oh. Für die Pommes richtig. Eigentlich müssten wir so ein ASMR mit diesem Chicken Finger machen, wie auf TikTok. Das ist so geil. Okay. Oh, fuck, das ist heiß. Vielleicht nicht so heiß. Boah, die sind so gut gesalzen, das liebe ich. Nee, ist mir zu doll gesalzen. Oh mein Gott. Oh geil. Okay. Boah. Okay. Very good. Ja, aber weit im Norden. Cheers. Lecker. Boah, das schmeckt so krass. Mit meiner Mom, meine Sis, hab die verloren, aber nicht so schlimm. Wir fahren jetzt gleich zum Flughafen, versuchen das Auto umzutauschen, weil das ist Trash. Und dann fahren wir ins Haus. Wo gehen wir hin? Weiß ich nicht. To Jersey Girl Bagels. Ich hab es vermisst. Ich nehme everything. Egg, everything. Das ist auch so lecker, aber das ist die ganzen Zwiebeln. Oh, ich liebe es so. Selber? Also da ist auf jeden Fall Garlic drauf, diese Toasted-Dinger, oh, sind dieses schwarze, ja, aber ich weiß das. Ich fahre jetzt zu Wawa, weil wir Kaffee brauchen zu unserer Bagel-Order und that's why I'm driving now. Oh Gott, ganz kurz, wie fährt man nochmal? Scheiße, ich weiß gar nicht, wo es ist.
fällt mir gerade auf. Und ich habe kein Internet. Naja, gut. Ich habe jetzt für Kylie ein Iced Caramel Latte, für mich ein Cold Brew mit Cold Foam und für meine Mama ein Orange Juice, weil es gab keine heiße Schokolade. Und jetzt fahre ich zurück zu den beiden. Ich habe mich gerade mit Coffee bekleckert. Guck mal, nice Tattoo. Zeig mal die anderen. Was ist das? Das sind Feen und keine Moskitos. Und das ist Mamas Geburtsblume und Geburtsjahr. Leute, wir sind jetzt hier noch mal ein bisschen gucken, ein bisschen shoppen mit unserem Iced Coffee. Leute, ihr kriegt jetzt die Roomtour. Also hier ist mein Zimmer. Da schlafe ich erstmal. Ich habe hier ein Kinderbett. Das ist mein Kleiderschrank, beziehungsweise alles reingeschmissen, weil hier passt nichts rein. Ja, ich muss hier gerade was für die Arbeit machen, egal. Dann komme ich hier ins Zimmer, ins Master Bedroom. Das ist von meiner Mom. Sehr nice, sehr nice. Hier direkt Blick und Gang zum Pool. Kann man nicht aufmachen. Naja, ist okay. Hier ist unser Bad. Das ist auch, finde ich, richtig schön. Also wirklich, ich liebe diese weißen Fliesen. Ich finde es wirklich richtig schön. Ja. Peace. Hier ist Kylies Zimmer. Auch sehr pretty. Hier ist der Eingang. Hier ist der Flur. Und dann kommt man hier in die Küche. Klein, aber auch richtig fein. Und dann kann man hier so offen, weil es alles offen ist. Es ist richtig schön, weil man so tolles Licht hier hat. Und dann ist hier der Essbereich, Wohnzimmer. Und dann geht es hier raus zum Pool. Also richtig nice. Okay. Es ist auch einfach warmes Wasser, aber gut. Gott sei Dank. Gott, das habe ich wirklich. Kamera. So Leute, so sieht Publix aus. Das ist unser Lieblingssupermarkt nach Whole Foods offensichtlich. Den gibt es nur in den Southern States, also in New York zum Beispiel gibt es das nicht. Und es ist wirklich krass. Für diejenigen, die noch nie hier waren, guckt euch an, wie das hier aufgebaut ist. Und es ist wirklich crazy. Was frühstücken wir morgen? Weil ich würde gerne sonst Obst und Joghurt essen. Ja. Was wollt ihr denn? Überlegt mal ganz kurz. 3 für 10 Dollar. Naja, es ist okay. Guckt mal, ich wollte unbedingt diese Poppies probieren. Ich habe mir jetzt mal eins gekauft. Oder in den Wagen gelegt. Hier sind auch die ganzen, also hier ist wirklich einfach alles, was ihr euch vorstellt, könnt ihr hier finden. Und das ist einfach krass. Ja. Wir brauchen Wasser. Mama geht einer ab, weil sie jetzt hier in der Eisabteilung ist. Das ist schon wieder nicht normal. 95. Das ist nicht günstiger. Ah. Get one free. Okay, Kylie. Oh, guck mal, der Chocolate Caramel Cookie Dough. Das hört sich richtig geil an. Half-Bake können wir auch. Wir frühstücken jetzt. Kylie hat Bacon gemacht. Yes. Gut. Wo ist mein Salz? In dem Schrank. Wir sind jetzt nach der ersten Nacht im Haus, haben wir gut geschlafen, haben auch länger geschlafen als vorher und fahren jetzt zu, wohin fahren wir? Weiß nicht. Zu Kohl's, zu Target, zu... Ich mein endlich zu Walmart. Walmart. Sephora. Dann fahren wir noch zum Strand hoffentlich. Ja, Tag. Beginnt jetzt um
11.15 Uhr. So, wir sind jetzt bei Home Depot, weil ich für meine tolle Kamera, mit der ich gerade filme, zwei kleine Schrauben brauche, denn der Bildschirm ist ein wenig loose. Wie ihr das sehen könnt, aber da hinten ist es halt irgendwie schwarz. Hier scheint die Sonne. Da ist blauer Himmel. Also wir versuchen einfach, oder wir hoffen einfach, dass es wegzieht. Und ich habe ein neues Bikini-Oberteil. Und du, hast du einen neuen Bikini? Ja. Oh, sorry. Let's go. Yo. Was? Was? Du siehst irgendwie witzig aus. Was denn? Mit der Brille. Zeig mal, mach mal ein Foto. Wir haben jetzt hier eine Margarita, Chicken Wings, Curly Fries. Sind bei Hooters und gucken das EM-Finale. So, wir sind jetzt hier. Und Leute, schon mal Pop-Tarts probiert? So lecker. Aber so ungesund. Wir kaufen sie nicht. Kaufen sie nicht. Was denn? Okay, also habe ich doch Chicken Flavor. Okay. So, Leute, es hat den Hitzestatus erreicht, das ist so heiß. Aber ich finde es so geil. Ich liege jetzt hier in der Sonne. As you can see, es ist jetzt kurz vor 10 und ja, die Sonne knallt. Aber ich will mich natürlich nicht beschweren. Ich lese jetzt hier dieses Buch weiter, weil das ist das Einzige, was ich, also auf dem iPad jetzt in der Hitze, in der Sonne zu lesen, das macht wenig Sinn. Deswegen lese ich das jetzt weiter und chill hier einfach. Ich habe hier kurz die Liege gewechselt. Ich lag vorher da, jetzt liege ich hier und habe jetzt hier richtige Sonneneinstrahlung auf meinen Körper. Vitamin D kann auf jeden Fall jetzt gut absorbiert werden und aufgesogen. Ich liebe es wirklich. Kylie und ich chillen hier im Pool. We love. Ich guck mal. Nichts, haben halt irgendwas geschickt. Ja, zeig mal. Ich gucke mir das nie an. Ich schon. Ich nie. Guck, wie schön das hier ist. Wir sind jetzt hier am Strand und sind auf dem Weg, Bilder zu machen. Wir haben schon ein paar im Kasten und hoffen, dass noch weitere Cute dabei sein werden. So, wir gehen jetzt zum Strand und Kylie kommt nicht mit, weil sie hat keine Lust. Sie bleibt am Pool. Wir fahren jetzt. So, Party People, wir liegen hier am Strand. Wir haben so eine eklige Sonnencreme gekauft. Die ist wirklich so ekelhaft, die ist nicht ein, die zieht nicht ein, die stinkt. Hier, es ist eine Sprühsonnencreme, kauft sie nicht, sie ist schlecht. Wirklich, noch nie so eine eklige Sonnencreme gehabt. Man kann es nicht sehen, aber auf jeden Fall alles ist eklig. Meine Mama fährt jetzt extra nochmal zu Walmart und kauft eine andere, weil wir hier keine 3 Stunden liegen wollen, wenn wir uns mit dieser scheiß Sonnencreme eincremen müssen. Und ich mit meiner pale Haut muss mich ja sowieso irgendwie jede Stunde eincremen, das wäre übelst der Pain. Deswegen fährt die liebe Maus jetzt los, kauft eine neue. Ich lese mein Buch, ich bin jetzt erst auf Seite 45, weil ich die ganze Zeit meine Romanzenbücher, wie heißt es, meine Romane lese, weil die mich mehr catchen, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Buch diesen Sommer zu lesen. Ich habe nämlich herausgefunden, ich habe es letztes Jahr auch schon angefangen zu lesen und nicht weitergelesen. Deshalb, ja, auf jeden Fall, that's the tea. Leute, endlich haben wir Chick-fil-A. Endlich, endlich. What do you say? Ich meine, du hattest es schon einmal. Aber es ist wirklich einfach das Beste. Naja, nein. Chipotle. Culver's. Ja, aber das ist halt kein Chicken Culver's. Das ist ja für Cheese Curds. Das ist was anderes. Culver's. Kannst du nicht vergleichen? Haben wir ja, es ist Raisin Cane's. Ja, okay. Hallo Freunde, ich update jetzt mit meinen Haaren. Ich habe sonst keine Locken. Oh mein Gott, was ist das? Die Kassiererin hatte dasselbe Tattoo wie ich, an derselben Stelle. Ihr seht richtig, Crumble Cookies. Ich habe schon probiert. Sie sind so okay. Also Cookies and Cream, sehr geil. Milk Chocolate ist für meine Mama, deswegen den mag ich nicht. Und dann habe ich noch Raspberry Lemon oder sowas. Ist okay.
irgendwie. Das schmeckt halt wie so ein Raspberry Beauty Produkt, was man nicht essen sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das kann ich echt. Das ist ein bisschen weird, aber. Ja, schmeckt halt super künstlich. Aber Cookies and Cream ist sehr geil. Bye bye, House. Ready to get some breakfast. So, ich sitze jetzt hin mit meinem Gepäck. Sieht aus, als wären wir 6 Wochen irgendwo weg gewesen. Wir sind zu dritt und haben wie viele große Koffer? 4? 4 wirklich große Koffer und 2 Handgepäckskoffer. Und wir waren 9 Tage weg. Wir sind hier bei unserem Lieblings-Bagel-Place. Are you excited? Voll. Schaut das an, es ist einfach nur Perfektion in einem Bagel. Mama hat einfach nur Cream Cheese und Kylie hat Bacon Egg und Poppy Seed. Ich habe so mir meinen Geburtstagsdrink abgeholt, auch wenn ich nicht Geburtstag habe. Aber man kann in Amerika einfach dribbeln. Wir sind am Flughafen schon 1000 Minuten zur Lounge gelaufen. Jetzt laufen wir 25 Minuten in die andere Richtung. Wir haben gar keinen Bock mehr. So Leute, es ist voll laut hier, aber wir sind jetzt am Flughafen und sind hier sogar noch in der Lounge, weil meine Mama Member ist, wie auch immer. Und warten, bis unser Flug gleich nach Hause geht und damit ist der Urlaub vorbei. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Aber ich bin nicht lange zu Hause und dann bin ich wieder im Urlaub. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Für uns geht es jetzt 10 Stunden nach Hause.